Schauen wir auf Volkswagen. Der Chef von Volkswagen, Herbert Diess, warnt nämlich vor einer zu großen Marktmacht asiatischer Anbieter bei Batteriezellen für Elektroautos. Es sei erschreckend, wörtlich sagte er, in welche große Abhängigkeit man bisher geraten sei. Die deutschen Hersteller müssten sich endlich zu einer eigenen Fertigung durchringen. Das fordert Diess in einem Gespräch mit dem Handelsblatt. Volkswagen, Daimler und auch BMW kaufen Batteriezellen bisher in Asien und bauen diese dann selbst zu großen Akkus zusammen. Bis zum Jahr 2025 sieht Diess ein 60 Milliarden Euro Markt. Noch sei es nicht so spät für den Einstieg, so der VW-Chef.